So, grüß denk, jetzt bin ich in Finkenberg, am Gasthaus Hotel Ewald. Und da machen wir jetzt die Besprechung, was sie gesagt haben. Die Manda haben vor 2 Jahren in Finkenberg eine Benefizveranstaltung gemacht. Und die möchten das heuer auch wieder machen, weil das also ein Erfolg war. Ja. Wie ist denn das eigentlich gegangen? Ah, es ist jetzt eine nette Sache gewesen, eigentlich auch gut. Wir haben da oben untergehört, vor 2 Jahren, da war ich Malte. Und auch nur der Zweite, wo es dabei war, eigentlich auch gesagt war. Und die anderen, wir haben nicht untergehört, eine nette Gesellschaft. Da waren sie gleich einmal wegen Festnahmen. Nachdem wir aufgekommen, ja, was, so, was macht man mal ein Fest? Eigentlich auch ein Hetz, nicht? Ja, ja. Also, was macht man ein Fest? Ja, jetzt war auf der Höhe natürlich, dass wir auf die Ideen kommen, was macht man? Und das gehört, jetzt muss ich was machen, ein Maibaumfest. Für einen guten Zweck. Und das ganze Geld wird gespendet. Der Zuspruch war gleich gewaltig, nicht? Die Leute waren voll einverstanden auf dem Mandaro und ich kam auch den Druck dabei. Wo. Wir haben doch 10.000 Euro gespendet, für einen guten Zweck. Mit alles freiwilligen Leuten, die es ins Freiwillige gerufen haben. Da hingebaut, man sagt, das hat man so gefreut. Das hat man so gefreut, das hat man echt, und das hat man motiviert mehr, dass man gesagt hat, wir machen das alle 2 Jahre. Und heute machen wir heim mit dem anderen, mit den Jungs. Und heute ist jetzt der Malten, der das Organisator war, beim ersten Maibaumfest. Macht heute die ganze Küche, eine Top-Küche, mit guten Speisen und alles. Und der Bruder, der Georg, sein Bruder, der Topläufer von Sillertal, macht heute dazu einen Benefizlauf. Haben sich auch schon gute Leute angekündigt. Kann man sagen, Mädchen Zillertal, ja. Köln Markus, Frank Hauser Peter, dass sie dabei sind für den guten Zweck und das kleine Narisch. Immer hilft einer natürlich auch, dass du viele Läufer kennen für den Zweck. Ja, wir machen einmal einen Aufruf an Facebook, für alle Freunde an Facebook. Und das taugt mir also, wenn es Leute gibt, die was gratis oder um mich sich etwas denn, uns Geld noch hingeben, uns Geld noch spenden. Das freut mich und das ist mein Ding und das unterstütze und das freut mich, dass die Männer machen und deswegen machen wir da ein Video, dass wir das außen posten, überall, dass die Leute sehen, was da los ist, wenn ins Anzillach toll und das Finkenberg. Ja. Und natürlich, was wir haben, ist jetzt einmal danken, muss auch sagen, nicht, was mir sehr ein Herz anbleibt, dass die Gemeinde Finkenberg, der DVB Finkenberg, die Grundbesitzer von Finkenberg, dass sie in dieser Führerstelle wo mit deinem Laufen alles und die ganzen Wege müssen wir auch, was Leute und die Nachbarn natürlich, wegen Krawall, es ist ja die lauter, aber wir versuchen das schon, also ein bisschen rumzuhalten mit der Musik. Und wir hoffen auch, ganz wichtig, wir haben jetzt zum Beispiel heute mal Helfer, freiwillige Helfer, es geht von Tüx um bis morgens durch, bis aus an Zillertal, bis zum Nachbar zu den deutschen Gästen, nicht? München. Und wir haben andere dabei, was ist da extra herkommen. Uns für das Fest zu helfen. Also der Gaude haben und einfach motivieren ist. Und wir haben auch für Zeltfest ist geplant. Wir haben sicher ein Zelt, oder? Normalerweise. Wir haben nicht normalerweise, es müssen Sachen. Wir haben ein Zeltfest und denke, wenn das gut sein wird durch den Winter, wechselhaft, dass wir vielleicht am 30. April einmal den Schnee haben. Wissen wir nicht. Und was gibt es eigentlich für Musik? Also Musik muss ich ein anderes Wort weitergeben mit dem anderen. Ja, spielen dann als erstes das über den Auftreiber macht das der DJ Max. Er tut das moderieren und legt nebenbei ein bisschen Musik auf. Und nachher kam die Tanzmusik, die Winkelberger Tanzmusik. Und die andere Musik, die hängt noch offen, das ist eine Überraschung. Das ist eine Überraschung. Viele Überraschungen haben sie da. Weil sehr viele meiner Freunde haben die Musikfans. Und lasst sie euch überraschen, da tut sie was. Und da muss ich Kinder er macht Stimmung bei uns. Und den Benefizlauf, wo geht denn der hin? Dieses Benefizlauf, das macht mein Kollege, also mein Laufkollege, der Ika Georg, der zweite Veranstalter. Ja, danke. Der stellt jetzt auf den Melz, Lauf des Melz, stellt das Video ein mit dem anderen. Die ganze Strecke laufen sie durch, wir gehen auf die Kamera und erklärt den ganzen Ablauf. Der Georg ist der Kitzbühelläufer, ja, der Kitzbühel, der Kitzbühel, der Kitzbühel, der Kitzbühel, der Kitzbühel, der Kitzbühel, ja, und was haben wir denn eigentlich noch zu sagen? Dass das ganze Geld, was wir heute einnehmen, hoffentlich sind durch viele Besucher von netten Leuten, netten Menschen, dass wir das ganze Geld spenden, aber heute spenden wir das Zillertaler als Zillertaler. Weil ich glaube, dass jetzt viele Familien haben, oder dass das Geld auch für notbedürftige Leute
dass wir auch, was zum Beispiel das Gemüse alle gleich geben, wir hüpfen. Ja. Wir brauchen ein Krankenbett, wir brauchen einen Rollstuhl, hüpfen dann hier. Oder es ist gewiss nicht passiert, dass das ganze Geld für einen guten Zweck, sozialen Zweck, von uns auch fest alles gespendet wird. Und ich muss einmal sagen, Hubert, die Freude. Eine tolle Sache für junge Menschen, deswegen schätze ich die Facebooker. Und ich schätze eigentlich ganz nah, das ist meine Jugend, die was alle Fans sind. Bei mir und Facebook erlaube ich inzwischen. Und auch werden wir schauen, dass das hinhaut und dass man das ein paar Mal der Posten, dass es auf dem Kind jetzt Vollgas geben und dass alle Facebooker sagen, wir haben alle da. Das war super und wir hoffen, dass viele Leute kommen, aber nicht Festel, es soll ein Gaude sein, ein Hitzel sein und viele Sportler natürlich. Wir haben dieselben Sportler ein bisschen, wir laufen ein bisschen bei anderen auf der Welt. Und ich hoffe, dass wir ein gutes Geschäft haben und seid dabei. Dann ist uns alle freuen mit Eka Georg und Eka Malte mit den Küchen und die ganzen Jungs mit der Musik. Dieses Licht ist auch dabei heuer. Haben wir rüber. Streichen zu, für die Kinder haben wir auch einen Bambinenlauf. Für mich ist das Stück. Hubert, du laufst mit den vier Kindern mit. Ja. Okay, und jetzt lassen wir das auf einmal laut. Und dann werde ich das posten. Und Freunde, jetzt alle mit. Es fasziniert mich einfach, viele Sachen. Wenn jemand nur irgendein so ein Ding hat, auch da bin ich gern bereit, da ein Video zu machen. So wie die Manda. Hubert, danke, dass du das gemacht hast. Und, danke. Und ich hoffe, dass es gut hinhaut und Musik habt ihr gesehen, weil es selber spielt. Genau. Okay, passt. Facebook, I love it. Viertel. Servus. Viertel.